Nach der fulminanten Rallye seit der FED-Sitzung vor allem ist jetzt ein Rücksetzer wahrscheinlich. Warum? Weil wir so stark überkauft sind wie schon seit 2 Jahren nicht mehr. Und na klar, das kann dann noch ein bisschen weiter nach oben gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da zeitnah was kommt an Korrektur dieser Rallye ist relativ groß, zumal ja letztendlich die Märkte das hören wollten, was sie hören wollten von der FED, aber das nicht hören wollten, was sie eben auch nicht hören wollten, nämlich dass es offen ist, ob die Zinsen nochmal angehoben werden. Paul sagt, wir überlegen, ob wir das tun sollen, dass letztendlich die Zinsen lange hoch bleiben sollen, zumindest sagt es so die FED, aber sei es drum, wir haben diese Rallye gesehen aus einem überverkauften Zustand, aus einer bärischen Grundhaltung. Jetzt sehen wir diese starke Rallye seit Wochenbeginn im Prinzip und die Bullen sind schon wieder völlig euphorisch und das ist dann meistens der falsche Moment, vor allem weil Apple doch aus meiner Sicht miserable Zahlen vorgelegt hat, vor allem was die Prognose betrifft und heute die Arbeitsmarktdaten kommen, da kann natürlich grundsätzlich alles passieren. Schauen wir uns die Dinge an. Gestern S&P 500 1,9%. Wir sehen sogar die Small Caps über 2%. Wir sehen, dass zinssensitive Bereiche wie Real Estate, also Immobilien im weitesten Sinne sehr stark profitieren konnten. Wir haben Consumer Discretionary, vor allem Finanzwerte. Bill Gross hat ja gesagt, es ist Zeit jetzt Regionalbanken zu kaufen, weil irgendwie diese Auffassung da ist, ja, jetzt ist alles fertig. Kann gut sein, die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch seitens der Fed Fund Futures, dass überhaupt die Zinsen nochmal steigen. Die wichtigere Frage scheint mir zu sein, wie lange bleiben sie denn hoch? Jedenfalls hier nochmal zurück zu dieser Rallye. Es ist jetzt die größte 4-Tages-Rallye in über einem Jahr, wie wir unten hier in diesem Chart sehen. Und man sieht aber auch, dass das nach wie vor sich in einem Abwärtstrend stattfindet oder diese Rallye nach wie vor in einem Abwärtstrend stattfindet. Das gilt zweierlei, wie wir hier in diesem Tageschart bis oben im S&P Futures sehen, übergeordnet und auch im kürzeren Zeitfenster. Da sind wir jetzt dran gestoßen. Ja, der S&P 500 hat die 200-Tages-Linie überwunden, aber auf Wochenbasis sehen wir, da sind wir jetzt ziemlich kritisch. Wir haben an einem kritischen Punkt gehalten, so im Bereich dieser 4100er Marke. Jetzt sind wir zunächst mal abgeprallt an einem kritischen Punkt und in Sachen Überkauftheit. Hier sehen wir den RSI auf 60 Minuten bei 92. Das haben wir sehr, sehr selten, solch eine Lesart. Wirklich sehr, sehr selten. Schauen Sie mal auf 4 Stunden unten, wie schnell das von überverkauft auf jetzt überkauft umgesprungen ist. Das war also ein sehr, sehr großer Schluck aus der Pulle. Und so sind wir im einstündigen RSI, also relative Stärkeindex, der zeigt, ob Märkte überkauft sind, überverkauft sind. Sind wir so stark überkauft wie seit 2 Jahren nicht mehr? Wo will man dann noch hin? Die Frage vor allem vor dem Hintergrund, dieser aus meiner Sicht wirklich enttäuschenden Situation bei Apple. Was vor allem enttäuscht hat, war, dass man im Conference Call, im Earnings Call dann gesagt hat, also das jetzt kommende Quartal oder das Quartal, in dem wir bereits sind, also das Weihnachtsquartal, wenn man so will, das wird ungefähr so wie vor einem Jahr und jetzt haben wir ja die Situation, dass Apple der Umsatz von Apple jetzt das 4. Quartal in Folge geschrumpft ist, wenngleich jetzt in dem abgeschlossenen Quartal nur minimal, das ist nicht wirklich viel, aber wir haben Anfang der 2000er Jahre das letzte Mal die Situation gehabt, dass Apple 4 Quartale in Folge geschrumpft ist, was den Umsatz betrifft. Das ist sehr, sehr enttäuschend für die teuerste Firma der Welt oder die hochbewertetste Firma der Welt mit um und bei 2,8 Billionen Dollar. Ja, natürlich hat man Gewinn pro Aktie geschlagen. Warum will ich gleich zeigen? Revenue minus 0,7% zum Vorjahr, aber natürlich wieder besser als erwartet, bla bla bla. However, entscheidend ist, dass der wichtigste Markt Amerikas zwar leicht zulegen konnte, aber alles andere, vor allem Greater China, hat stark abgenommen. Auch Japan sehr, sehr schwach, Europa schwach, Rest of Asia schwach. Also das Einzige, wo man noch wächst, ist in Amerikas. Ansonsten geht es überall bergab und hier sehen wir mal iPhone-Umsätze, iPad und iMac vor allem sehr, sehr schwach. Das Einzige, was wirklich weiter zulegen kann, ist der Bereich Services, wie Sie hier in dieser Grafik sehen. Die iPhones, naja, im Grunde ist das ein stagnierendes Geschäft. Und während also praktisch die Umsätze knapp 1% gefallen sind, hat man dennoch mehr
pro Aktie verdient, nämlich 14% Earnings per Share plus 14%. Wie kommt es? Durch die Buybacks. Allerdings sind die jetzt angekündigten oder verkündeten Buybacks, die man im letzten Quartal gemacht hat, geringer als erwartet. Eben durch Buybacks und auch durch Entlassungen ein Stück weit. Aber schauen wir uns mal Revenue Growth an, also Gewinnwachstum, Umsatzwachstum genauer gesagt. Dann Facebook, Microsoft, Amazon, alle, Google, alle zweistellig. Apple am schwächsten mit minus 1%, das ist schon wirklich miserabel und das eben vor dem Hintergrund, dass dieses Unternehmen 2,8 Billionen auf die Waage bringt. Für ein Unternehmen, das nicht mehr wächst, sondern latent schrumpft, ist das ein stolzer Preis, kann man sagen. Die Aussagen, dass das nächste Quartal etwa so wird wie das Vorjahresquartal, haben dann die Apple-Aktie ins Minus drehen lassen. Nachbörslich, wir sind ziemlich punktgenau an dieser Abwärtstrendlinie zunächst mal abgeprallt. Und wie teuer Apple in Relation auch zu anderen großen Tech-Aktien ist, zu den anderen Magnificent Seven, das zeigt Gary Black hier. Wir haben dann eine PEG-Ratio, also praktisch das Verhältnis von Marktkapitalisierung in Relation auch zum Wachstum. Da sind wir so teuer bei Apple, jetzt wahrscheinlich über 3 mit diesem schwachen Umsatz und mit dieser schwachen Prognose. Microsoft hat 2,3 PEG-Ratio. Je höher die PEG-Ratio, 1 gilt als okay, 2 ist schon sehr teuer, 3 ist JWD. Wir sehen Microsoft 2,3, Google 1,1 ist das günstigste Unternehmen in diesem Bereich. Also das vielleicht mal, wer fundamental unterwegs ist, der hat hier bei Google deutlich bessere Chancen für das Geld, was er investiert, auch wieder etwas zu bekommen. Zumal Apple in keiner Form wirklich relevant ist aus meiner Sicht mehr. Ja, es gibt die Apple-Jünger, die Apples haben und das sind sicherlich auch, die Macs sind sicherlich die besseren Computer, gar keine Frage, aber sie sind eben abgeschlossen. Die iPhones sind schicke Handys, aber sie sind schlicht zu teuer für das Leistungsverhältnis, was sie unterscheidet vom Android und so weiter und so fort. Also Google ist nach wie vor die Suchmaschine der Welt, hat YouTube, hat so viele Geschichten, die aus meiner Sicht viel relevanter sind. However, gucken wir uns mal die globalen Aktien an. Beste Woche im ganzen Jahr bisher. Also es ist richtig gerockt, aber wir sehen, dass diese Rallye so eine sehr ähnliche Struktur hat wie die vorherigen Erholungen, bevor es dann wieder nach unten ging, wie Michael Kramer hier zeigt. Wir hatten 3 Rallyes zuletzt, nämlich im August, Ende August, dann hatten wir eben nochmal im Oktober diese Rallye, bevor es dann immer wieder nach unten ging. Und wir sehen Aufwärtsbewegung kurz nochmal nach unten und dann wieder die nächste Welle nach oben. Das hier auf jeden Fall die stärkste Welle, Rücksetzer daher wahrscheinlich. Wir werden sehen, wie die Dinge dann weitergehen werden, ob das dann eben wirklich jetzt der Versuch ist, sich weiter nach oben zu pflanzen nach dieser Korrektur. Das bleibt offen. Hedgefonds, die waren short vor allem sehr stark engagiert. Sie waren sehr wenig long in US-Aktien. Das ist natürlich auch ein Short Squeeze gewesen. Ich glaube, wir haben gestern mit den größten Short Squeeze gesehen seit Jahren. Goldman Sachs Most Shorted Aktienbasket, das ist gestern explodiert. Heute wichtig, 13.30 Uhr wegen der Zeitumstellung. Natürlich die US-Arbeitsmarktdaten, 180.000 erwartet. Mal gucken, wie da reinkommt. Wichtig, aber vor allem Stundenlöhne 0,3 und 4,0. Das wird heute sehr, sehr wichtig. Wird das den Fall der Renditen weiter beschleunigen? Das ist ja das Muster, was wir gesehen haben. Renditen fallen, Aktien steigen, weil man sagt, naja, Fed ist fertig, wird alles gut. Wir leben in der besten aller Welten. Wir sehen aber, dass Liquidität weiter ein Thema bleibt. Erstens durch die Anleiheemissionen, die natürlich viel Liquidität aufsaugen. Zweitens aber dadurch, dass die Fed ihre Bilanz weiter reduziert. Wir sind jetzt 41,2 Milliarden Dollar gefallen. In der letzten Woche sind jetzt bei 7,8 Billionen. Wir sehen gleichzeitig, dass wieder Geld in die US-Geldmarktfonds geflossen ist. 62,7 Milliarden. Jetzt sind wir wieder nahe des Rekordwertes im Bereich von 5,7 Billionen Dollar. Also das Problem ist ja nicht vorbei. Die Amerikaner werden weiter massiv Anleihen emittieren. Das stützt aus meiner Sicht die Renditen übergeordnet. Auch wenn diese Korrektur jetzt überfällig war nach dem schnellen Anstieg bei den Renditen, ist das fundamentale Umfeld für steigende Renditen, sollte keine schwere Rezession oder keine schwere geopolitische Krise kommen, weitergegeben. Hier sehen wir nochmal diese Inflows in die Geldmarktfonds. 1.053 Milliarden Dollar sind seit
einem Jahr da reingeflossen, beziehungsweise seit dem März 2022, als die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Bill Gross sagt ja, ich kaufe jetzt Regionalbanken, die Krise ist vorbei. Aber das Problem ist, ist sie wirklich vorbei? Das muss man abwarten. Und abwarten muss man auch, was jetzt im Nahen Osten passiert. Hezbollah, wird sie sich an diesem Krieg beteiligen? Jedenfalls weiß man, dass die Hezbollah Waffen und auch Soldaten aus Syrien bekommen hat. Eine irakische Organisation warnt, dass man Israel den Krieg erklärt und hat auch gleich Drohnen gegen Israel geschossen. Gestern hat die Hezbollah das erste Mal ja eine israelische Stadt angegriffen und sich nur Gefechte mit dem israelischen Militär geliefert. Syrien bereitet sich auf einen regionalen Krieg vor und. Also das ist natürlich immer schwer zu sagen, was da wirklich passieren wird. Nasrallah wird sich erstmals äußern, der Hezbollah-Chef heute Nachmittag. Und hier zum Beispiel, wie schwierig die Situation ist oder einzuschätzen ist, zeigt diese Äußerung eines jemenitischen Führers Ansala Mohammed al-Buhaiti. Der sagt, also wir haben Saudi-Arabien gebeten, ihre Blockade aufzuheben, damit wir Truppen nach Palästina schicken können, aber das haben sie nicht erlaubt. Die kollaborieren also offenkundig mit Israel. Das zeigt, unter welchem Druck hier teilweise die Regierungen stehen, auch die saudische Regierung steht. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn jetzt die israelische Armee erfolgreich ist gegen die Hamas und wirklich dafür sorgt, dass die komplett aus dem Gazastreifen verschwindet. Und jetzt bist du eine freundliche Terrororganisation wie Hezbollah, ne? Die sitzen im Norden von Israel, und wenn du dann zuguckst, wie deine Gesinnungsbrüder der Hamas irgendwie da von der Landkarte verschwinden und du machst nichts, das setzt dich natürlich unter Druck, da kannst du nicht zuschauen, da erwarten auch die Leute, hey, ihr müsst doch was tun. Denn dass Israel das Böse schlechthin ist, das ist in arabischen und islamischen Medien völlig indiskutiert. Da wird kein Wort darüber verloren, dass dieser Anschlag oder diese Attacke auf Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza sehr wahrscheinlich nicht von Israel stammt. Also das ist eine sehr einseitige Wahrnehmung. Wir sehen, das ist eben diese potenzielle Entgrenzung, die hier stattfindet. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Es gab ja die Forderung der Amerikaner eines temporären Waffenstillstands aus humanitären Gründen. Und da gab es viel Hoffnung, aber jetzt hat vor wenigen Minuten ein Sprecher des israelischen Außenministeriums gesagt, also aktuell gibt es keine Gespräche über eine über einen Waffenstillstand. Das wird also zu beobachten sein, wie das weitergehen wird. Heute sehr, sehr spannend, erstaunlich, wie wenig sozusagen auch in Finanzmedien über das Eskalationspotenzial hier geschrieben wird. Wir haben hier aus Europa Maersk, die Dänen werden fast 10% ihrer Jobs streichen, weil die Frachtraten so stark unter Druck sind. Die sind jetzt teilweise tiefer als vor Corona. Die guten Zeiten sind vorbei, jetzt werden Leute entlassen. Wir werden nach Angaben der Netzbetreiber weiter steigende Strompreise sehen, um 11% durchschnittlich in 2024, haben uns die wunderbaren Grünen nicht erzählt, dass je mehr tolle erneuerbare Energie kommt, umso günstiger wird Strom. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist wünschenswert, aus Erneuerbaren natürlich hier die Dinge zu speisen, aber es reicht nicht, es wird nicht funktionieren. Wir brauchen einen Energiemix. Die Folge dieser Stromkosten sehen wir, deutscher Energieverbrauch 2023 so niedrig wie nie zuvor, auch Wetter ein Punkt, aber vor allem die Stilllegung von Produktion, was Deutschland als Produktionsstandort in eine Rezession führt und eben dazu führt, dass immer mehr Unternehmen das Land verlassen. Das wird die Chancen unserer Kinder schmälern, das muss man leider klar sagen. Diese Regierung sorgt dafür, dass meine Kinder, ihre Kinder deutlich weniger Zukunftschancen haben, weil die Jobs schlichtweg weg sind. Das Land wird sich verändern, wir werden nicht mehr die Ingenieure dieser Welt sein. Es wird eine Veränderung geben, die eher schwierig wird. Wir werden unsere Qualitäten verlieren und das ist das Schlimme an dieser ganzen Geschichte, weil wir glauben, wir müssen der Welt zeigen, wo es lang geht, und die Welt hingegen lacht über uns. However,
Wenn jetzt die Renditen weiter fallen, und da kommen wir wieder zu den Märkten zurück, dann ist das natürlich ein Problem für die Fed. Paul hat mit seinen Aussagen das Gegenteil davon ausgelöst, was die Fed eigentlich will, nämlich, dass sich die Finanzkonditionen wieder lockern. Wenn das Ganze so weitergeht, muss die Fed vielleicht sogar hawkischer werden, muss dann vielleicht sogar die Zinsen doch nochmal anheben oder zweimal, obwohl sie es vielleicht gar nicht will, aber muss, wenn eben die Dinge so weiterlaufen. Und ein Kollege von mir hat einen sehr guten Artikel geschrieben, die erstaunliche Euphorie der Aktienmärkte, der kann da nicht so wirklich viel abgewinnen. Da geht es mir ganz ähnlich, dass das eine Überinterpretation ist, denke ich auch, dessen, was Paul da abgeliefert hat. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Apple mit enttäuschendem Ausblick, China-Probleme. Wirklich eine Firma, die zu einem Dino verkommen ist, der nicht mehr innovativ ist. Wir sehen hier einen Menschen, Tim Cook, der eben anders als der Gründer Steve Jobs in irgendeiner Form wirklich kreative Ideen hat. Das ist ein Verwalter. Und wir sehen das Ergebnis dieser Verwaltung in Stagnation. Also zwei Artikelempfehlungen und 13:30 reinschauen bei den Arbeitsmarktdaten. Das wird spannend. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.